Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute mutiert eigentlich Dornröschen zu Schneewittchen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist meine Passion. Ich kann es nicht anders sagen. Karneval und ich, wir sind so. Und auch dieses Jahr gehen meine Mädels und ich wieder los. Da werde ich euch natürlich vlogmäßig auch gerne mitnehmen. Und heute geht es dann mit Schneewittchen ab. Ich habe ja einen ordentlichen Fundus hier. Und ich habe mir auch einen großartigen Kooperationspartner für dieses Video an Land gezogen. Und zwar geht es um mein Müsli. Ja, wer hätte gedacht, dass mein Müsli gut zu Make-up passt? Ich. Ganz einfach. Denn es gibt ein Schneewittchen-Müsli. Das passt einfach wie Poppes auf Eimer. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich orientiere mich an diesem Müsli und werde entsprechend diese Lady werden. Und mein Müsli ist einfach... Die sind großartig. Ich habe ja schon öfters mit denen zusammengearbeitet und die feiern Individualität genauso wie ich. Ich liebe es einfach, diese Transformation mit Make-up durchzumachen und in verschiedene Rollen auch einfach zu schlüpfen. Und deswegen passt das einfach ganz gut. Und die haben auch aktuell eine richtig geile Aktion am Laufen. Und zwar könnt ihr mit Power-Claudi, Claudi-Power, so rum, ab 20 Euro ein mega cooles Probierpaket dazu bekommen. Ich setze euch den Link dazu mal in die Infobox und schaut super gerne dort mal vorbei. Ich freue mich tierisch darüber, dass ich euch auch dieses Jahr wieder mein Müsli als meinen Kooperationspartner zeigen darf. Und natürlich auch alle Produkte, die ich jetzt verwenden werde, kommen in die Infobox rein. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und mal gucken, ob ich zu einer Morning Princess werde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben auf jeden Fall hier in diesem Müsli auch ganz coole Inhaltsstoffe. Haferflocken, Dinkelpops, Apfelstücke. Passt natürlich. Wobei dieses Schneewittchen, was ich gleich repräsentieren werde, eher Müsli als ein Apfel essen wird und davon nicht vergiftet werden wird. Eher im Gegenteil. Erdbeeren, Bananenflakes, Weizen, Reisherzen. Ja, stimmt. Und ganz viel Liebe. Und ich habe das auch schon einmal komplett leer gemacht. Und es sieht nämlich so aus. Und man kann sich bei meinem Müsli halt ja auch selber die Müslis zusammenstellen. Ne, individuell. Das heißt, du kannst dir auch Müslis zusammenstellen, wo du dann selber dir diese kleinen Herzen auch mit reinpackst, was ich jetzt auch Richtung Valentinstag ehrlich gesagt ganz süß finde. Ne? Und ja, das wird es dann gleich als Belohnung auch für mich geben. Aber vorher werde ich mit euch zusammen diesen Look kreieren. Ich bin sehr gespannt. Ich habe natürlich ein Kostüm da. Ich habe sogar eine Perücke da, die ich gerade gekämmt habe. Und wir starten einfach mal mit Produkten. Ich habe zwar durch die Hautpflege, die ich drauf habe, schon ordentlich Glow im Gesicht, aber ich möchte gerne noch ein bisschen mehr Glow, weil ich finde oder ich persönlich assoziiere mit Disney-Prinzessin immer so alles sehr glowy, wobei Snow White eher so eine matte Lady unterwegs ist, aber ich mache einfach mal eine individuell gestaltete. Snow White, Sammy sitzt neben mir und der hieß übrigens, das muss man auch an dieser Stelle erwähnen, als wir den bekommen haben, Snow. Wir haben den ja umbenannt zu Sammy und hier habe ich meinen Yummy Skin Primer. Und da machen wir einfach mal ein bisschen was drauf, um da schon mal der Haut ein bisschen die Basis zu verleihen. So, dann nehmen wir uns mal die Be Perfect Chroma Cover Medium Coverage Soft Filter Foundation. Habe ich Bock drauf. Mal gucken, ob ich mit der N2 jetzt auch die richtige Farbe habe, denn ich brauche ja eine Haut so weiß wie Ebenholz, Lippen so rot wie Blut. Augen schwarz wie Ebenholz, oder? Weiß ich nicht, Haare so schwarz wie Ebenholz, genau. Und ja, das Ganze wird jetzt hier mit einem Schwämmchen eingearbeitet. Könnte fast schon heller sein. Also ich finde es tatsächlich schön, aber ein bisschen zu dunkel für Schneewittchen, was meint ihr? Deswegen nehme ich mir jetzt von Essence Fresh and Fit die Foundation. Die ist nämlich sehr, sehr hell. Ich glaube 05, genau, Fresh Porcelain. Und da darf ja gerne sehr viel Deckkraft kommen. Also gebe ich mir davon einfach eine Schicht drüber. Eiskalt. Denn eigentlich muss die Haut ja so weiß wie Schnee sein, ne? Ich glaube, viel heller kriege ich es jetzt gerade nicht hin. Also lassen wir es dabei. Trotzdem möchte ich noch mehr Coverage haben. Also nehme ich hier auch einen Concealer, der auch Full Coverage ist. Der ist in der Farbe Almond Milk von Dominique Cosmetics. Hat auch so einen fancy Applikator. Und der ist wirklich sehr, sehr deckend. Hätte ich dann aber auch für diesen Look etwas dunkler gebraucht. Wobei, nee, das geht klar. Das passt auch zur Foundation. Damit muss ich jetzt auch wirklich alles abdecken, damit ich quasi kein eigenes Gesicht mehr habe. Ja, weil Schneewittchen hat keine Unebenheiten. Sie hat auch keine Muttermale oder sonst irgendwas. Das versuche ich jetzt wirklich alles komplett abzudecken. It is wie it is. Ich kriege nicht alles abgedeckt. Aber das ist nicht schlimm. Ne? Wir machen Lidschattenprimer. Da habe ich den von Be Perfect, den Perfect Prime. Der hält mir auch den Lidschatten, auch wenn er gleich dezent wird, an Ort und Stelle. Hat aber auch gleichzeitig noch eine leichte Deckkraft mit dabei, dass auch wirklich keine Augen Äderchen mehr zu sehen sein werden. Weitestgehend.
Geht ihr Karneval oder Fasching los? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Ja, von mir kennt ihr das, ne? Ich bin halt eine richtige Karnevalistin und ich liebe es. Es ist einfach großartig. Jetzt kommt ordentlich Blush drauf, denn das ist das, was Schneewittchen trägt. Blush. Und das ist ein super intensiver Blush in der Farbe Rosean Brunch von der lieben Danissa. Und das hat richtig Kabitjes. Also ja. Und hier muss ich auch ein bisschen umdenken. Ich trage mir den nicht hier auf, wo ich den ja normalerweise auftragen würde, sondern ich mache mir richtig Apfelbäckchen. Ungefähr so. Und weil wir Schneewittchen sind und Schneewittchen auch ein bisschen kalt ist, dürfen die Bäckchen auch noch ein bisschen mehr Blush vertragen. Und natürlich auch die Nase. Ich weiß nicht warum, Disney-Prinzessinnen haben irgendwie immer eine rote Nase. So ungefähr. Ja, das kommt auf jeden Fall hin. Also ich fühle mich jetzt auch sehr, sehr niedlich damit. Trotzdem muss ich das Ganze ja irgendwie ein bisschen fixieren, weil ansonsten wird mir sehr wahrscheinlich mein Gesicht im Laufe der karnevalistischen Zeit wegschwimmen. Deswegen verwende ich erstmal ein loses Puder. Das ist das Evolution Powder von Danissa Myricks. Und das ist eher so ein rosa Puder. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Es tintet jetzt nicht irgendwie die Haut rosa ein oder so, aber es ist schon eine coole Sache, weil das bei meinen Augen halt noch ein bisschen aufhellend wirkt. Das gebe ich mir unter die Augen und auch auf die Augen drauf. Und mit diesem Applikatorschwämmchen arbeite ich dann auch wirklich nochmal überall da, wo gegebenenfalls irgendwas creasen könnte oder wo ich halt nochmal Produkt ordentlich intensiv gesettet haben möchte. Denn simpel gesagt, man trägt damit einfach ein bisschen mehr Produkt auf, nimmt natürlich jetzt erstmal im ersten Moment auch den Glow runter. Aber da helfen wir gleich sowieso nochmal nach. Für das komplette Gesicht verwende ich jetzt so einen leichten Pinsel und puder auch nochmal leicht alles damit ab, damit es wie gesagt an Ort und Stelle bleibt. Also mein Magen knurrt schon, denn hier neben steht das Müsli. Ich habe echt Hunger und da freue ich mich auf jeden Fall auf meine Belohnung, wenn ich als Schneewittchen ein Schneewittchen Müsli essen kann. So, das dürfte jetzt auf jeden Fall ja, die Karnevalsparty halten. Das ist schon mal ganz gut. Um aber wieder noch ein bisschen mehr einen Filter drüber zu geben und gleichzeitig auch einen leichten Glow, verwende ich hier von Catrice diese Soft Glam Filter Beautiful You Puder. Und gebe mir auch das einmal mit dem fluffigen Pinsel ganz fluffig und leicht übers Gesicht. Eigentlich trägt Schneewittchen keinen Bronzer. Deswegen mache ich es ganz leicht. Nein, Schneewittchen trägt keinen Bronzer. Das heißt, wir verzichten darauf. Aber ich nehme hier aus diesem Holiday Skin Set den Highlighter. Und da habe ich auch schon den passenden Pinsel. Und trage mir den auf verschiedenen Stellen auf. Sowohl auf den Highlighterpunkten, die man so regulär hat. Aber auch richtig intensiv auf der Nasenspitze. Wir machen gleich eine sehr voluminöse Lippe. Deswegen ordentlich hier auch aufs Lippenherz drauf. Dass man fast schon einen Milchbart dadurch bekommt. Ne? Apropos Milchbart, ich freue mich echt aufs Müsli. Mir persönlich darf es gerne noch ein bisschen mehr Blush geben. Für diesen Look habe ich hier auch von Ofra diesen Candy Apple Blush mir rausgesucht. Es passt, Leute, es passt. Es ist der Apfel, ne? Der Apfel in diesem Look. Und genau, auch da ist ein bisschen Glow drin und der hat halt auch schon, den kannst du ordentlich drauf machen, ne? Und den setze ich mir dann hier quasi nochmal on top. Es ist schon intensiv, ne? Aber das ist ja Disney immer irgendwie. Okay, Leute, ich muss eine kleine Müsli-Pause einlegen, denn vor dem nächsten Schritt habe ich ein bisschen Schiss. Da geht es jetzt um Augenbrauen. Der Apfel kommt wirklich gut in den Müsli. Okay, also, Reva Loves Me on My Desk hat nämlich hier die Möglichkeit mir gegeben, dass ich verschiedene Augenbrauenfarben habe, denn so einen dunklen Augenbrauenstift habe ich normalerweise nicht. Und womit könnte ich mich besser anschauen als mit diesem Spiegel? Das ist von Colourpop aus einer Limited Edition mit Schneewittchen. An meiner Augenbrauenform kann ich jetzt leider nicht so viel verändern. Da müsste ich jetzt wirklich mit SFX arbeiten. Aber ich werde mir die Augenbrauen einfach mal nachziehen und versuchen, nicht allzu tief vorne zu gehen, weil das sieht böse aus. Schneewittchen sieht eher erschrocken und lieb aus. Also nicht hier unten so doll betonen, Claudi. Eher oben. Sieht schon merkwürdig aus, ne? Aber ja, die sind halt sehr, sehr ausgefüllt. Halt im Comic-Design, ne? Und erschrocken. Sieht das jetzt erschrocken oder sieht das böse aus? Keine Ahnung. Ich werde es jetzt erstmal so lassen. Und trotzdem denke ich, dass es Sinn ergeben würde, wenn ich das Ganze auch fixiere. Da habe ich dieses Brow Glaminate von Misauda. Ich glaube, das macht schon mal eine gute Fixierung, dass ich meine Augenbrauenhärchen auch wirklich nach oben beziehungsweise an diese Form halt auch dran bekomme, dass sie nicht irgendwie durch die Gegend fusseln, sondern sich da auch wirklich sleek anpassen. Und fluffige Augenbrauen hat Schneewittchen nun wirklich nicht, ne? Also das, nee. Und von Instabrows ist die auch ganz weit entfernt. Ich glaube, das geht klar. Von vorne geht's eigentlich auch wohl, aber von der Seite,
Naja, egal, es ist Karneval. Da darf das auch ein bisschen wilder sein. Bei den Augen würde ich sagen, ist Schneewittchen sehr, sehr dezent unterwegs. Ne? Also da haben wir jetzt nicht ein großes Bang, Boom, Bang. Das heißt, ich nehme mal hier eine der neutralsten Paletten, die ich so habe, Luna Beauty New Prism. Erstmal reinbeißen, läuft. Ich glaube, die Frau hat Hunger, man merkt es, ne? Ja, das heißt, ich werde mich hier auch so ein bisschen an der oberen Reihe orientieren. Das wird sehr, sehr zurückhaltend werden. Ein ganz entspannter, softer Look. Das heißt, ich starte hier mit der Kirschblüte Cherry Blossom und setze mir den auf mein Lid und auch so ein bisschen in die Lidfalte rein. Weil wenn ich jetzt hier auch so mit Rosa arbeite, glaube ich, dass sich das dann ganz gut auch mit dem Blush ergänzt, ne? Dann noch so ein bisschen Vibes mit reinbringen. So ein leichter bräunlicher Ton, den setze ich hier außen an und auch ganz leicht in meine Lidfalte, um das Auge halt zu vergrößern, weil große Augen hat Schneewittchen safe. Den Ton setze ich mir auch ein bisschen an den unteren Wimpernkranz. Da sieht die schon ein bisschen verheult aus, ne? Aber es ist okay. So, viel mehr würde ich hier gar nicht Tralafitti machen. Jetzt kommt auf jeden Fall Schimmer ins Spiel. Dann nehme ich die Laura. Das ist so ein wunderschöner Ton. Und den setze ich mir auf mein bewegliches Lid einfach drauf. Es muss jetzt auch nicht super intensiv sein oder so. Das könnte man natürlich auch mit einer klebrigen Base oder so intensivieren. Aber, ne? Das ist jetzt nicht so der Hauptpart des Looks. Das ist eher gleich so der Eyeliner. Dann habe ich den, oh, ich habe euch gar nicht so nah rangeholt. Aber das ist eigentlich relativ simpel, ne? Jetzt seid ihr mal ein bisschen näher dran und da seht ihr auch, wie schön das vor sich hin schimmert und dass das Ganze halt einfach ein bisschen zurückhaltender ist. Was ich aber super gerne nehmen möchte, ist dieser So Icy Ton. Damit werde ich jetzt nochmal so richtig eskalieren, denn den setze ich mir sowohl in den Innenwinkel als auch hier so in mein inneres Drittel, ziehe den auch mit ein bisschen auf den anderen Ton drauf. So ein Hauch von, ne, weil Snow White, Schnee, ihr wisst Bescheid, ne? Und ich setze ja eigentlich nicht mehr so wirklich Augenbrauen-Highlights, aber ich finde, bei dem Look würde es schon passen, sodass man nur hier so einen Punkt setzt, dass die Augenbraue halt ein bisschen höher aussieht. Was ich definitiv jetzt machen werde, um meine Augen auch ein bisschen zu öffnen, ist dieses Produkt zu verwenden. Nabla Cupid's Arrow, das ist in der Farbe Ivory, einfach so ein Produkt, also so ein Allrounder. Und ich setze mir den in meine Wasserlinie rein und dadurch kriegt man halt so diese klassischen Klimper-Klimper-Augen, weil das halt nochmal so ein bisschen die Wasserlinie betont und die Augen größer aussehen lässt. Und das ist halt auch einfach ein Stift, der partyfest ist. Genau, jetzt kommen wir zu einem krassen Part und zwar Eyeliner. Ich finde, da geht tatsächlich einiges bei Schneewittchen und ich lieb's. Eyeliner und ich, wir sind große Freunde. Das hier wird jetzt aber ein sehr intensiver Eyeliner werden. Deswegen nehme ich einen, worauf ich mich verlassen möchte und das ist der Onyx von Danisa Myricks. Und damit werde ich jetzt einen sehr imposanten Eyeliner ziehen. Spieglein, Spieglein in meiner Hand. Wer hat den krassesten Eyeliner im ganzen Land? Mal gucken. Ich glaube, auf manchen Bildern, die ich so gesehen habe, hat die am unteren Wimpernkranz auch so quasi einen Eyeliner. Aber ich glaube, das wäre dann jetzt für mich ein bisschen zu viel, oder? Na, wir machen richtig Puppenaugen. Wir gucken mal. Ich habe mir den jetzt so bis zur Hälfte gezogen und ich glaube, das müsste auch so sein. Ne? Also das sollte man definitiv machen. Bei einem Schneewittchen-Look passt das. Gar nicht mal so schlecht. Das ist sogar fast parallel geworden. Finde ich annehmbar. Ja, das ist auch so ein kleiner Treppen-Eyeliner geworden, weil Schneewittchen hat wahrscheinlich keine Schlupflider und wahrscheinlich auch keine Falten. Ich wohl. Ich habe hier noch Müsli. Das muss noch gegessen werden. Ich bringe mal wieder ein bisschen Glow ins Spiel. Wer hätte das gedacht? Ofra Rodeo Drive Make-Up Fixer. Der hat halt auch so richtig schön Schimmer mit dabei. Und der fixiert das Make-up halt so, dass man dann auch wirklich die Partynacht gut übersteht oder den Karnevalszug, wo auch immer man Karneval feiert und wie auch immer man Karneval feiert. Die Wimpern gehen bei Schneewittchen total steil und da sind wir uns, glaube ich, auch sehr ähnlich, die liebe Dame und ich. Denn ich bezweifle, dass sie in den Filmen quasi künstliche Wimpern sich angelegt hätte. Das heißt, sie hat von Natur aus krasse Wimpern. Bei mir ist es ein Wimpernserum, aber ich habe auch sehr, sehr lange Wimpern und ich habe die Möglichkeit, mit Mascara das Ganze hardcore werden zu lassen. Ich schätze, dass eine gesunde Mischung aus meinen beiden Lieblingsmascaras, Nabla Vigious und Mesauder Big and Thick Lashes, hier einiges krass machen wird. Das heißt, wir machen jetzt nicht die klassische erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht, weil ich jetzt einfach eskalieren werde. Also das werden mehr als nur drei Schichten werden. So sehen meine Wimpern im Naturzustand aus und die müssen wir jetzt einfach mal etwas eskalieren lassen. Krass. Also ich habe einfach nur Mesauder, Nabla Mesauder aufgetragen und habe jetzt solche Wimpern. Das ist schon der Wahnsinn, ne? Also die beiden in Kombi ist einfach Endgame und ich würde sagen, dass die Klimperwimpern auf jeden Fall am Start sind.
Jetzt fehlt noch etwas sehr, sehr Wichtiges, denn so könnte ich jetzt überlegen, möchte ich Schneewittchen bleiben oder möchte ich böse Königin werden? Nein, ich möchte Schneewittchen werden. Die Lady hat blutrote Lippen und da habe ich mir ein gesundes Trio ausgesucht. Einmal hier von Nabla in der Farbe 4,5, diesen Close-Up Lip Shaper. Der ist ein bisschen dunkel und da muss man ein bisschen mit aufpassen und der ist sehr, sehr intensiv. Also vorsichtig, wenn ihr den verwendet. Der hat Pigment, aber der hält halt richtig lange. Das hilft uns. Und hier darf auch gerne ein ganz kleines bisschen übermalt werden, denn die Frau hat so dermaßen krasse Lippen. Das ist der Wahnsinn. Ich habe mich noch ein bisschen zurückgehalten. Man könnte natürlich noch intensiver übermalen, wenn man möchte. Dann verwende ich jetzt hier von Essence aus dieser Love Luck and Dragons Limited Edition diesen Lippenstift, weil der ist halt richtig, richtig rot. Ne? Und ich finde, dass das mit diesem Ombre-Effekt richtig gut kommt. Also da bin ich ein bisschen happy, dass ich das jetzt so gewählt habe. In die Mitte gebe ich mir jetzt noch ein bisschen aus dieser Lion King Pumba Limited Edition ein bisschen glossy, ein bisschen glowy, damit das Ganze noch etwas mehr juicy aussieht. Mal gucken, ob das klar geht. Oh ja, genau so. Aber wir sind noch nicht fertig, Leute, denn jetzt kommen wir zum Finale. Denn wir haben jetzt ja schon Haut so weiß wie Schnee, Lippen rot wie Blut. Da fehlt doch noch was ganz Essentielles, oder? Haare schwarz wie Ebenholz und damit ist der Look komplett. Ja, nee, Moment, das hier muss auch noch hoch. Zack, ich bin eine Disney-Prinzessin. Oh, das will nicht stehen. Hallo? Oh mein Gott, Leute, ich finde diese Transformation unglaublich geil. Ich mag es einfach, wenn man ganz individuell sich selber so gestalten kann, wie man einfach möchte. Und wenn ich heute Schneewittchen sein möchte, dann bin ich das. Und wenn mein Müsli mich dazu inspiriert, dann finde ich es noch besser. Denkt auf jeden Fall dran, Claudi-Power gibt euch dieses coole Set ab 20 Euro mit dazu. Richtig geil. Und ja, das ist der perfekte, finde ich persönlich, Look für mich, für Karneval. Also richtig geil. Und es ging tatsächlich relativ simpel, ne? Und ja, ich habe hier auch ein richtiges Prinzessin-Kleid an, ne? Also wirklich kompletti mit hier hinten. Ich habe eine kleine Schärpe und so. Also ich fühle es total und ich finde es auch wundervoll und habe jetzt echt Lust, mit Vögeln zu singen. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank an mein Müsli für die geile Möglichkeit der Kooperation, für die Inspiration tatsächlich auch. Und ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat. Und wenn es so ist, dann ja, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.